Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und auf meinem Kanal gelandet seid. Freut mich, dass ihr zuseht. Heute möchte ich was bauen, was ich schon etwas längere Zeit mal in Planung habe. Ich habe ja auch so einen Themenspeicher, das haben andere YouTuber ja vielleicht auch. Habe ich bestimmt schon ein halbes Jahr in der Pipe sozusagen. Ich möchte so ein Universal-Schneidebrett für die Tischkreissäge bauen, um mir zum Beispiel auch mal Tischbeine schräg zu schneiden, um das wiederholbar zu machen. Da habe ich mir was überlegt. Ich habe jetzt noch hier so eine schöne MDF-Platte liegen, so ein richtig schönes, großes, dickes Stück. Ich glaube, das ist so 18 mm oder sowas. Können wir mal kurz gucken. Ja, genau, 18 mm. Da kann man gut was mit machen. Da kann man Nuten reinfräsen. Hier habe ich noch so eine schöne Meterschiene von dieser T-Nut-Schiene, die ich gerne einlassen möchte. Ja, da werde ich mir jetzt erstmal was zurechtschneiden und dann könnt ihr sehen, was ich da genau vorhabe. Wie gesagt, das soll zum wiederholgenauen Schneiden sein von schrägen Bauteilen, die man so hat. Meistens vielleicht sogar Tischbeine, die man etwas schräg zulaufen lassen möchte. Ich habe mir da was überlegt. Ihr habt das sicherlich bei anderen jetzt auch schon gesehen. Das wird jetzt keine Raketenwissenschaft werden. Es ist halt so ähnlich wie bei anderen auch. Aber wie gesagt, das habe ich schon längere Zeit vor. Ich habe auch schon einige Zeit eine Skizze bei mir in meinem Themenspeicher liegen, wie ich das machen will. Da kommt immer noch eine neue Idee dazu, weil man natürlich was anderes noch sieht. Ja, fangen wir einfach mal an. Vielleicht gefällt es euch ja, dann bleibt dran. Weil ich ja auch des Öfteren mal nach Maßen gefragt werde, gebe ich euch das mal gleich an. Also ich habe jetzt noch ein Stück liegen, wie gesagt, das ist 56. Und jetzt habe ich mir überlegt, mache ich 35 in der Breite, das säge ich mir jetzt ab. Und dann werde ich diese Schiene in drei Teile teilen. Ich brauche jetzt so circa 30 oder 32, brauche ich, um hier eine Schiene einzulassen. Das Ganze mache ich auf der anderen Seite auch. Und dann will ich mir noch einen Anschlag bauen, der wird auch wiederum die Schiene beinhalten. Also ich säge das jetzt erstmal auf 35 hier ab und dann baue ich mir noch zwei Anschläge, die werden 5 cm breit werden. Das aus dem Grund, weil man die aufdoppeln kann und dann kann man halt auch dickere Teile vernünftig anlegen und verspannen später. Seht ihr aber dann. So, jetzt kommt mein neuer Fräslift zum Einsatz. Den kann ich euch auch mal verlinken. Da habe ich aber nur ein kurzes Video gemacht. Einfach nur, um das mal zu zeigen. Ich hatte vorher eine Kurbel darunter gebaut. Und jetzt kann ich das im Prinzip hier rüber hochdrehen. Das finde ich natürlich total genial. Weil jetzt muss ich endlich nicht mehr unter dem Tisch rumhängen. So, hier könnt ihr sehen, ich habe einen 17er Nutfräser eingefräst, sag ich schon. Eingesetzt natürlich. Denn das hier ist eine 17er Schiene. Und da werden wir jetzt hier mal ungefähr da so, ich weiß nicht, bei 5, 6 Zentimetern auf beiden Seiten mal eine Nut einfräsen. Für die Feinjustierung habe ich noch das gebaut. Da hatte ich noch so ein Stück liegen in der Werkzeugkiste. Da war auf beiden Seiten so ein, ja, so eine Nuss im Prinzip drauf. Andere Seite habe ich abgesägt. Das kann man jetzt hier einsetzen und für die Feinjustierung das noch etwas drehen. Da muss man nicht immer unter dem Tisch rumkriechen. Wie gesagt, das musste ich vorher immer. Natürlich muss ich immer noch den Fräser von unten einsetzen. Das ist leider so. Von oben geht halt nicht, da komme ich hier nicht ran an der Stelle. Aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich werde mir das mal ein bisschen anzeichnen. Ich werde die Nut auf 5 cm machen. Und dann ziehe ich mir halt einfach mal hier längs. Das Ganze auf der anderen Seite genauso. Nur um dran zu denken, an welcher Stelle das sitzen muss. Das wird ja nachher sowieso durch den Anschlag bestimmt. Das reicht im Prinzip auch. So, jetzt muss ich das nur noch einstellen. Dazu lege ich mir das Brett hier hin und brauche eigentlich nur das Ganze verschieben. Es kommt jetzt auch nicht genau drauf an, ich will ja nur ungefähr bei 5 cm meine Nut haben. Das heißt, ich werde das hier so hinlegen. Ich habe hier auch einen Strich. Man muss das eigentlich auch nicht auf beiden Seiten ausrichten, denn der Anschlag bestimmt ja letztendlich die Lage. Ich brauche eigentlich nur einmal 5 cm schaffen. Dann ist das ungefähr sowas. Aber ich stelle das immer genau ein, ich versuche das so. Feinjustierung gibt es hier leider auch nicht bei meinem Anschlag. Habe ich auch immer noch mal überlegt, ob ich sowas machen soll. Kommt vielleicht noch mal. Um euch das später einzustellen, könnt ihr eigentlich einfach die Schiene dahinlegen, legt euch ein Stück drüber und wenn ihr das hochdrückt beim Einstellen, dann wisst ihr, dass ihr eigentlich schon zu weit seid. Das heißt, ihr dreht es ein kleines bisschen zurück und fertig ist das. Das mache ich jetzt erstmal noch nicht. Ich werde erstmal auf der Hälfte durchfräsen, werde dann alle Seiten machen und das Ganze dann nochmal.
Ja, wollen wir mal hoffen, dass die Schiene jetzt reinpasst, wenn ich das richtig gemessen habe. Ja, noch nicht so ganz. Wir müssen noch ein bisschen tiefer, weil hier ist eine Kante und das will ich natürlich nicht haben, wenn ich nachher was festspannen möchte. Und außerdem muss da noch ein bisschen Kleber mit rein. Das heißt, wir müssen noch so einen guten Millimeter runter. Kein Problem, wenn wir einfach nochmal durchfräsen. Ja, ich versuche das mal zu zeigen. Ich habe jetzt hier die Nut eingefräst und wenn man die Schiene hier reinsetzt, dann steht die wirklich minimal über die Platte, beziehungsweise die Schiene liegt minimal tiefer, das wollte ich so, dass die halt wirklich schön versenkt ist hier. Was ich jetzt machen werde, da ich die perfekte Tiefe gefunden habe bei dem Fräser, stelle ich das unten an der Fräse an dem Revolveranschlag fest, sodass ich die Höhe nachher wieder erreiche, weil ich muss ja erstmal abgesenkt durch. Ich möchte halt einfach in 2 oder 3 Gängen da durchmarschieren. Deswegen stelle ich jetzt die Fräse so fest und gehe dann erstmal mit meinen Parallelanschlägen, beziehungsweise mit dem einen, gehe ich dann erstmal mit 2 oder 3 Schritten da durch. So, ich habe mir jetzt die Kappsäge eingestellt. Ich habe das Ganze auf 30 cm bemessen. Da mache ich mir jetzt 2 Stücke von und der Rest kommt in den Anschlag rein. Tipp noch auf jeden Fall sowas hier. Da reicht auch nicht die normale Brille, da fliegen Metallspäne. Deswegen immer schön safe. Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich die Schienen schon mal eingelegt. Ich habe das ja nun extra zu kurz gemacht. Erstens hatte ich nicht mehr so viele Schienen oder nur so viel Schiene. Das heißt, das Reststück kann ich noch gut nehmen für den Anschlag. Das ist ja ein Stück für den Anschlag. Das kommt hier auf jeden Fall noch so rein. Und dann werde ich hier noch lange Löcher fräsen, dass man das so ein bisschen variieren kann. Die Idee ist jetzt tatsächlich, dass man das Holz hier so bewegen kann. Hier werden noch Nuten gefräst. Und hier besteht eine Möglichkeit zum Verspannen nachher wieder. Da kommen noch Nutsteine oder 2 rein und dann kann man das so verschieben. Die Idee ist ja nachher hier längs zu sägen mit dem Sägeblatt und das Ganze dann halt hier festzumachen auf der Schiene. Hier oben kann man das Werkstück zum Beispiel festspannen, wenn man sich vorstellen würde, dass man hier jetzt ein Werkstück hat. Dann kann man das jetzt hier so hinlegen und kann das entsprechend durch die Kreissäge führen. Jetzt kommt noch eine Besonderheit, habe ich mir überlegt. Ich will noch eine Lochreihe machen und zwar werde ich hier eine Lochreihe machen und auf dieser Seite und ich werde vielleicht sogar 2 machen, ein bisschen versetzt, dass man mehr Möglichkeiten hat. Und dann kann man nämlich nachher so einen kleinen Stifter einführen. Ich zeige euch den mal kurz. Ja, die kennt ihr bestimmt, das sind diese Dinger hier. Ich hoffe, man kann das jetzt sehen. Vielleicht kennt das von Ikea, so ein Zeugs. Das heißt, ich werde hier ein Loch reinmachen und dann kann man hier einen Stift reinsetzen und auf der anderen Seite. Und dann kann man zum Beispiel sein Stück da so gegenlegen, gegen die Stifte. Dann hat man wieder Hohlgenauigkeit. Und kann eventuell auch 2 Tischbeine oder was man auch immer jetzt schräg sägen möchte, kann man dann im gleichen Winkel absägen. Da muss man nicht viel messen, nicht viel anlegen, das kann man sich einfach so arretieren. Dazu habe ich noch eine Vorrichtung, die habe ich vor ganz langer Zeit mal gebaut, die habe ich in der Holzwerkenzeitschrift gesehen. Die werde ich dafür nutzen, dann werde ich hier Loch reinmachen, hier und da. Bevor ich die Vorrichtung nehme, um diese kleinen Dinger einzusetzen, werde ich aber erstmal noch hier die Nut reinfräsen für dieses Stück. Denn die Fräse ist jetzt eingestellt, auch mit dem 17er Nutfräser. Das mache ich jetzt zuerst, denn ich muss die Fräse da ausbauen. Ich brauche die wirklich handgeführt dann später. Werdet ihr dann gleich sehen. Das heißt, ich mache jetzt erstmal das fertig, dass in der Mitte hier auf jeden Fall noch eine Schiene drin sitzt. Ja, wie ihr sehen könnt, ist mein Tisch zu kurz. Die Idee ist ja, ich möchte an einer bestimmten Stelle hinten enden. Das heißt, ich fahre den hier gegen und möchte natürlich nicht weiter fräsen als bis zu diesem Strich. Genauso hier an der Stelle. Das heißt, ich möchte hier nicht weiter reinfräsen. Deswegen habe ich mir jetzt hier einen Stoppblock gebaut und hier hinten habe ich meinen Tisch etwas verlängert. Da muss ich halt was einfallen lassen. So geht das dann aber auch. Ja, ich glaube jetzt, dass ich die richtige Tiefe habe. Jetzt werde ich nochmal hier das mit dem Stechbeitel rausnehmen. Dazu zeichne ich mir das noch ein bisschen an. Das hätte ich vielleicht auch vorher machen können, aber das geht auch so. Ich will ja nur ganz grob wissen, wo ich den Beitel ansetzen muss. Dazu lege ich das jetzt einfach rein da an beiden Seiten und gehe natürlich ein bisschen weiter nach innen. Ich möchte es halt eckig machen hier. Ein Tipp noch, wenn ihr noch am Basteln und Probieren seid, das passt jetzt soweit hier schon rein, aber ihr wollt das vielleicht noch mal raus haben, setzt euch vorher 2 Schrauben ein, sonst habt ihr nämlich keine Chance, das Ding wieder rauszukriegen. Ja, das passt soweit hier rein. Meine Schrauben sind jetzt hier zwar drin,
und würden jetzt auch nicht mehr rausgehen, aber ich kriege das Ding jetzt ja wieder rausgezogen. Dann wird es eingeklebt und dann mache ich nachher da Nutsteine rein. Die kann man ja von oben reinschwenken. Das geht dann schon. Ja, ich hatte ja eingangs gesagt, dass ich einen doppelten Anschlag haben will. Das heißt, ich habe ja meine beiden Bretter hier. Und jetzt habe ich mir überlegt, damit ich es auseinanderkriege und auch nachher wieder passgenau zusammenkriege, werde ich jetzt solche Splinte hier einsetzen. Die kennt ihr bestimmt auch. Das sind so normalerweise aus Holzstifte. Ich habe noch zwei in Plastik gefunden. Die werde ich jetzt einsetzen und so, dass die beiden Teile eben wirklich passgenau hinterher wieder zusammenfügbar sind. Plastik habe ich mir vorgestellt, ist vielleicht besser, weil es nicht so sehr haftet wie Holz. Ich werde das auf einer Seite halt einsetzen und auf der anderen Seite ja, im Prinzip locker reinstecken. Oder auf beiden Seiten locker reinstecken. Es geht ja darum, dass die beiden Teile nachher wirklich passgenau wieder übereinander sind, damit ich einen bündigen Anschlag an dieser Stelle habe. Dazu kommt jetzt auch meine Tischerweiterung ins Spiel, die ich in einem der letzten Videos gebaut habe. Könnt ihr euch ja auch mal angucken, verlinke ich euch mal oben rechts. Ja, erstmal meine neue Beleuchtung, die kennt ihr ja auch schon aus dem letzten Video. Und hier kann man jetzt wirklich einen Tisch erweitern. Das zieht man hier unter raus, setzt das hier ein. Hier ist ein Nutstein. Und dann können wir hier auch an der Stelle noch einen Anschlag hochsetzen. Jetzt muss ich mir das erstmal ein bisschen anzeichnen. Ich will das hier so nah an der Kante machen wie möglich, weil ich will ja noch das Langloch machen. Das muss ich gerade mal überlegen. Einmal kurz anhalten auf dem Brett, ob das von der Länge überhaupt passen kann, was ich hier mache. Ja, das passt ganz knapp. Ich muss also wirklich schön nah an die Kante hier rangehen. Aber ich zeichne mir jetzt erstmal 2,5 an. Weil da will ich das ja machen letztendlich. 2,5 und hier auch 2,5. Hälfte von dem Ding. Was ich jetzt nicht machen werde, ich werde jetzt nicht so durchbohren durch das Teil, sondern ich mache das andersrum. Ich werde mir das nur ausrichten mit meinem Anschlag hier und meiner Ablage, so dass ich das Ganze dann ausgerichtet habe. Auf beiden Seiten werde ich mir einen Stopblock hinsetzen und dann passt das. Beziehungsweise nein, eigentlich reicht hier eine Seite, die Seite auf der anderen Seite reicht für den Stopblock auch aus. So, ich habe mir jetzt das ausgerichtet. Was ich jetzt schon fühle ist, hier ist ein kleiner Versatz drin. Das heißt, ich werde das nachher noch an der Kreissäge einmal durchführen, weil ich will hier auf jeden Fall keinen Versatz haben. Wenn das Ganze dann über die Stifte zusammengehalten wird, kann ich das auch ohne Probleme machen. Ich habe mir jetzt soweit jetzt alles verzwungen. Jetzt werde ich eine gewisse Tiefe mir noch einstellen. Dazu nulle ich hier den Tiefenstopp und muss mal kurz messen, wie weit ich reingehen will. Wenn ich was zu messen hätte. So, hier ist was zu messen. Also ich möchte nicht tiefer gehen als 30 mm. Ja, sagen wir 34 mm. Das stelle ich mir jetzt ein. Beziehungsweise ich bohre jetzt auf 34 mm runter. Stecke ich mir jetzt schon den Stift rein. Dann ist das auch schon fixiert und dann drehe ich das Teil um. Ist ja durch die Klemme hier auch noch fixiert, aber von der anderen Seite würde ich das gerne auch noch so bohren. Normalerweise würde man das Teil jetzt nicht so umdrehen, aber bei den Stiften ist es ja egal. Wenn man hier ein bisschen Versatz hat, einen halben Millimeter oder so, würde man das eher so rumdrehen, aber ich möchte von dieser Seite weiter bohren. Das heißt, ich lege mir das jetzt hier an, mache das mit der Zwinge hier wieder fest und dann bohre ich nochmal. Ja, wie man sehen kann, habe ich jetzt doch ein perfekt verbundenes Teil. Hier ist keine Kante mehr, hier auch nicht. Ich muss jetzt mal so ein bisschen anpeilen. Und zwar ist das ja so die maximale Ausladung, die ich mir überlegt habe. Ich habe jetzt hier hinten habe ich 3 cm circa gelassen, wo dann die Luft ist. Das heißt, die Schiene geht halt hier so circa 2 cm, 2 und ein bisschen, 2,3 und hinten 3 cm. Das liegt ja auch daran, dass ich hier den Anschlag haben werde von der Kreissäge. Deswegen kann ich ja eh nicht weiter raus. So, und jetzt muss ich mal drüber peilen, dass ich hier so ungefähr das Maß kriege, wie weit meine Schraube zum Beispiel gehen muss. Das heißt, wenn man das hier so anzeichnet und ich möchte das wieder in der Mitte haben, ist bis ungefähr hier, ist meine Fräsung zu machen, mein Langloch zu machen. Das mache ich auf beiden Seiten jetzt.
das ist so drüber gepeilt halt einfach nur. Und dann kann man das mit der Mitte ja verbinden dann. Letztendlich hat man dann auf beiden Seiten irgendwie so ein Fräspunktende. Also ich würde ja hier jetzt eine Nut reinfräsen in beide Hölzer und zwar mit einem 8er Fräser. Der soll ja eine M8er Schraube nachher durch. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich nicht in dem Dübel lande. Den Dübel habe ich circa hier gemacht. Das heißt, ich werde so ungefähr hier vorher aufhören. Das messe ich mir gleich nochmal genau aus. Und dann kann ich tatsächlich hier bis hier hin gehen. Und auf der anderen Seite muss das natürlich auch so sein. Also ich muss das natürlich auch vom geraden Anschlag her auch hinkriegen. Das muss ja auf jeden Fall passen. Das passt aber auch, ich habe ja noch ein bisschen Luft hier. Das heißt, ich werde so einen Zentimeter oder sowas, werde ich hier von der Stelle, da sind 1,5. Nehme ich 1,5 von der Stelle und hier auch 1,5, dann sollte das passen und dann sollte das nicht den kleinen Dübel hier treffen. Wenn man jetzt so drüber peilt, ist das auch so. Da passiert nichts. Ja, da stelle ich mir jetzt ein an der Fräse und dann werde ich da Langlöcher fräsen. So wie gehabt, wie eben, nur dass ich halt diesmal komplett durchgehe. Und das muss ich halt separat machen mit beiden Teilen. Erstmal fange ich mit dem Doppeldecker an sozusagen, schiebe den so durch die Fräse, werde mir wieder Anschläge bauen und so weiter. Und dann nehme ich das zweite Teil, da kann ich ja die Dübel nochmal wieder ausbauen. Das ist auch kein Problem. Und dann fräse ich da auch durch. So dass ich hier halt Langlöcher habe, um das entsprechend verschieben zu können. Fast vergessen. Mir fehlt ja hier der erste Stop, um erstmal diese Nut zu machen. Und hinterher mache ich das dann genauso auf der anderen Seite. Da habe ich hinten den zwar schon angebracht, aber den hier habe ich vergessen. Das heißt, der muss jetzt hier noch rein. Jetzt müssen wir ihn erstmal ausrichten. Das mache ich jetzt nach Auge. So ungefähr. Denn ich will ja bloß bis dahin fräsen. Das hätte ich jetzt fast versaut. So, und damit das auch wirklich funktioniert, mache ich mir noch eine Klemme daran. Das habe ich nämlich auch schon erlebt, dass das da nicht fest genug ist. So, jetzt sollte das eigentlich funktionieren. Das heißt, ich lege den so runter, das habe ich ja eben schon getan, und fräse den damit dahin durch. Dann habe ich hier die erste Nut geschaffen. Ja, ich bin mal richtig begeistert. Heute läuft das alles. Hier könnt ihr die schönen Nuten sehen. Die haben wunderbar funktioniert. Man kann das auch schön auseinandernehmen, das hatte ich eben probiert. Hier ist mein Dreieck drauf, wie ich ja gesagt hatte. Also ich bin echt begeistert, heute geht hier irgendwie nichts daneben. Keine Ahnung warum, irgendwie habe ich einen guten Lauf gerade. Ja, okay, dann geht es erstmal weiter. Ich muss jetzt die Schienen einkleben, beziehungsweise die T-Nuten einkleben. Und ja, was mache ich als nächstes? Ach ja, richtig, die Lochreihe, die muss ich auch noch machen. Dafür muss ich jetzt erstmal die Fräse ausbauen, umbauen und so weiter. Kopierhülse einbauen, das dauert jetzt erstmal ein Momentchen. Ja, ich habe mir jetzt überlegt, das mache ich wieder mit Patex. Ich habe zwar nicht mehr so viel von dem Zeugs. Ich habe zwar auch mal irgendwo in einem Video gesehen, dass das jemand mit Leim gemacht hat, aber ich weiß nicht, ob ich mir das so richtig vorstellen möchte. Ich werde das jetzt mit Patex machen. Damit habe ich ganz gute Erfahrungen. Das funktioniert meiner Meinung nach. Das hat jetzt ja auch nicht tierisch viel zu halten. Das muss da drin sitzen. Und deswegen mache ich das jetzt so. Zur Not kann ich immer noch Schrauben einsetzen. Aber ich möchte das ganz gerne ohne, weil man bleibt manchmal mit den Zwingen oder was man auch immer einführen möchte, bleibt man so ein bisschen hängen und deswegen mache ich das jetzt so. Das muss ich erstmal einen Moment ablüften und dann wird das zusammengepresst und dann hält das hoffentlich auch. Ich habe mir jetzt so ein paar Streifen geschnitten, die etwas schmaler sind als die Leiste, dann kann ich das nämlich verzwingen. Ja, die Stifte habe ich jetzt auch noch schnell mit Patex eingeklebt, damit die in diesem Brett fest drin sitzen bleiben, weil das will ich ja abnehmen können. Und das wird wahrscheinlich auch das hauptsächliche Brett sein für den Anschlag. Da klebe ich jetzt noch das Ding ein hier und dann ist es auch soweit fertig. Jetzt mache ich das doch nochmal mit den beiden Schrauben. Ich weiß, ich kriege die hinterher nicht wieder raus. Aber ich will das noch einmal reinmachen und wieder raus. Aus dem einfachen Grund, weil ich das ganz gerne unten auch benetzen möchte. Und so ist es natürlich am einfachsten. Wenn man das einmal kurz hier reindrückt,
und dann wieder rauszieht. So, jetzt haben wir nämlich oben und unten was. Und jetzt kann das erstmal ein bisschen ablüften und dann fügt man das zusammen. Ja, jetzt kommt nur noch ein bisschen Fleißarbeit. Ich habe mir schon mal meine Fräse vorbereitet. Und zwar habe ich hier einen Kopierring eingesetzt und einen 5er Bohrer. Den könnt ihr hier sehen. Das ist ein bisschen Frickelei, sage ich mal so. Man braucht da so einen extra Einstelldorn. Den habe ich hier. Das geht bei der 1400er Fräse von Festool etwas besser. Bei dieser hier, bei der 1010, ist das halt so. Dauert ein bisschen länger, das alles einzustellen. Aber jetzt habe ich das eingestellt. Die Frästiefe habe ich mir auch schon eingestellt. Und jetzt werde ich an meiner Lochreihe hier einfach längs gehen und ein paar Löcher durchziehen. Ich schwenke mal runter, dann könnt ihr sehen, was ich vorhabe. Also das ist diese Schiene, die ich mal gebaut habe. Und jetzt kann man einfach mit dem Kopierring hier reingehen in so eine Kante und kann jetzt hier ein Loch bohren. Und da ich ja diese Dinger hier einsetzen möchte, hatte ich ja eingangs gesagt, werde ich jetzt hier eine Lochreihe machen. Vielleicht versetze ich das nochmal und das ist ja jetzt ein 32er Abstand für die normale Lochreihe in Schränken. Und vielleicht werde ich dann nochmal das ganze Ding versetzen, sodass ich zwischen den 32er halt auch nochmal ein Loch habe. Ja, und einmal schnell auf der anderen Seite. Vom Abstand her ist das das Gleiche. Jetzt werde ich also hier kurz die Löcher bohren. Ich habe hier hinten so einen Anschlagklotz, deswegen passt das nachher genau in der Flucht. Und dann werde ich mir noch aussuchen, wie ich das Ganze nochmal versetze. Dann mache ich mir eine Leiste zwischen, dass ich das Ganze wirklich um nochmal die Hälfte auch nochmal versetze. Um das jetzt genau hinzukriegen, weil ich ja noch einen kleinen Versatz machen möchte, habe ich mir überlegt, messe ich mir jetzt so einen Zinken aus, nehme davon die Hälfte und zeichne das dann erstmal an. Das sind 14,8, das macht also 7,4. Das muss ich mal versuchen hinzukriegen. Mit so einem Messschieber. So, 7,4. Das heißt, ich werde mal so ungefähr das so ein bisschen anritzen. Jetzt habe ich also hier meine Kante. Und jetzt werde ich versuchen, den einfach um das Stück zu verschieben. Das heißt, wenn ich hier jetzt auch nochmal 7,4 habe, kann ich das hier unten nochmal ausmessen. Das habe ich mir jetzt leicht markiert hier an der Schiene. So, das müsste eigentlich klappen, wenn ich den jetzt hier... Es kommt jetzt nicht hundertprozentig darauf an, das mache ich ja bei beiden dann gleich. Ich habe ja gesagt, ich schneide mir noch eine Leiste dann. Und im Prinzip muss ich eigentlich nur eine 7,4er Leiste schneiden und das dann halb versetzen. Hier habe ich jetzt eine dünne Leiste eingesetzt, die habe ich mir eben kurz geschnitten. Dadurch habe ich hier genau den Versatz an der Stelle. Und das brauche ich eigentlich nur auf der anderen Seite auch nochmal zu machen. Und dann bohre ich halt einfach nochmal daneben. Und dann müsste ich rein theoretisch... Nee, ich sehe schon, das passt nicht. Ich brauche zweimal 7,4. Ich habe mich vertan. Weil wenn ich jetzt hier bohren würde, würde ich hier runterkommen. Ich muss weiter raus. Ich muss zweimal 7,4 haben. Ich habe mich einfach vertan. Aber ist ja nicht schlimm. Ich habe ja noch so ein Leistenstück. Das kann ich eben mal kurz zeigen. Das brauche ich eigentlich nur hier auseinanderzunehmen. Dann setze ich die beiden Leistenstücke jetzt mal aneinander. Und dann müsste das eigentlich klappen. Ich will ja genau die Mitte haben. Das heißt, ich schiebe das jetzt wieder ran. Und jetzt habe ich genau die Löcher verdeckt. Und wenn ich jetzt hier bohre, ich werde das jetzt einfach mal machen und beziehungsweise ich werde es erstmal anzeichnen, damit ich das nicht versau und erst nochmal nachgucken. Aber ich denke, so könnte das funktionieren. Ja, ihr seht schon, das ist genau dazwischen. Ja, ich habe mich vertan, ich brauche tatsächlich zwei Leistenstücke, ist aber nicht schlimm. So kann das funktionieren. Dann brauche ich das eigentlich nur wieder festzwingen und dann werde ich jetzt hier nochmal bohren. Und das Ganze mache ich natürlich auf der anderen Seite auch nochmal. So habe ich mir das vorgestellt. Ich habe jetzt hier eine schöne Lochreihe und auf der anderen Seite mache ich das auch nochmal und dann kann ich da die Stifte einsetzen und habe zumindest so einen groben Anhaltspunkt, falls ich nochmal wiederholgenau sägen möchte. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt im Video sehen könnt. Irgendwie ist mir tatsächlich die Lochreihe verlaufen. Ich könnte schon wieder kotzen. Eigentlich hatte ich ja gedacht, heute ist so ein Tag, wo es gut läuft, aber irgendwie ist manchmal so der Wurm drin. Naja, geht trotzdem. Ich meine, man hat trotzdem feste Anhaltspunkte. War so nicht gedacht, aber was soll's. Kann ich nicht ändern. Dann wollen wir mal alles zusammenbauen. Das sind jetzt meine Teile. Hier ist alles soweit eingesetzt. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich hier diese Nutsteine reinbekomme. Das ist auch immer nicht so ganz einfach. Den Trick habe ich noch nicht so richtig raus. Welche Reihenfolge? Ja, das war jetzt nichts. Okay. So, ich habe es vielleicht mal kurz für euch, der Tipp, wie das funktioniert. Die Dinger kommen so da rein. Ihr legt die erstmal so rein.
Und dann drückt ihr den hier runter. Dann kommt er nach oben. Und dann funktioniert das auch. So, hier hatte ich mir überlegt, mache ich meine Gewindestange rein. Das kann man dann ja hier variieren, wie man möchte. Die Nutsteine bleiben auch da drin. So, jetzt wenn ich das Ganze aufgedoppelt benutzen möchte, dann habe ich ja hier die Markierung. Dann setze ich die übereinander. Kann die ganz einfach so übereinander setzen. Dann sind die auch wirklich in Flucht. Jetzt habe ich ja diese Niederhalter hier. Kann ich euch auch mal unten verlinken. Finde ich ziemlich gut. Die Dinger, die sind nämlich sehr vielseitig einsetzbar. Achso, brauche ich gar nicht auseinanderschrauben. Doch, brauche ich doch. Ich wollte das nicht so machen. Jetzt kann man hier zum Beispiel einen Niederhalter einsetzen. Und den anderen auch. Und jetzt werdet ihr gleich sehen, was kommt. Ist eh schon klar. Na, komm. Hätte ich auch vorbereiten können, aber so steigt wenigstens die Spannung. Nee, Spaß beiseite. Also das ist klar, was hier passieren soll. Das kommt jetzt hier so drauf. Jetzt kann ich natürlich diese Dinger hier einsetzen. Kann das Ganze hier anschlagen. Kann die natürlich hinterher wegnehmen, beziehungsweise ist es wahrscheinlich besser, die hinten hinzusetzen. Ich wollte es euch nur zeigen. Die kommen also hier hinten in so eine Nut rein. Dann könnt ihr bestimmten Winkel einstellen. Und dann könnt ihr ganz einfach mit den Klemmen hier, beziehungsweise mit den Verschraubungen, das Ganze arretieren. So habt ihr dann wiederholgenaue Schnitte. Das heißt, ihr könnt das jetzt machen und ihr könnt das morgen nochmal machen, wenn ihr euch merkt, wo die Löcher sitzen, wo ihr die kleinen Pins reingesteckt habt. Dann könnt ihr das so einstellen, zum Beispiel. So, wenn man jetzt ein Holz sägen möchte, ich nehme einfach jetzt irgendwas hier, dann kann man sich das hier so hinsetzen, dann wiederum Niederhalter nehmen. Vielleicht muss man dann noch ein bisschen unterfüttern, das könnte sein, dass man an der Stelle noch ein bisschen was Höheres an Holz braucht, was man dann vielleicht mit absägt, oder da muss man mal genau gucken. Dann, ich habe das jetzt auch zum ersten Mal erst in der Erprobung hier. Ich hätte mir das irgendwie so gedacht. Vielleicht reicht das auch schon, das so zu halten. Muss mal gucken. Sonst muss man sehen, dass man das irgendwie anders befestigt, hinten noch was unterlegt. Das geht ja alles. So, jetzt sitzt das Ding eigentlich fest. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, dass hier das Sägeblatt laufen würde, dann würdet ihr so durchsägen und könntet wiederholgenau einen schrägen Schnitt ausführen. In diesem Falle dadurch, dass wir das schräg eingestellt haben. Jetzt wie gesagt, mit den Niederhaltern, da muss ich nochmal ein bisschen rumprobieren. Wenn ihr es nachbauen wollt, müsst ihr vielleicht auch mal gucken. Vielleicht muss man auch hinten noch ein bisschen was unterfüttern, dass man hier so einen Klotz, haben wir hier mal einen Klotz oder zwei Bretter nochmal nimmt, damit das hinten unterstützt ist. Das kann man ja mal so ein bisschen ausprobieren, wie das dann funktioniert. Oder auch irgendwelche anderen Klemmvorrichtungen hier anbringen. Vielleicht geht das auch so, dass man hinten und vorne was untermacht. Ja, das reicht jetzt noch nicht an Klemmvorrichtung. Ich glaube, das war nicht hoch genug. Oder vielleicht war es zu hoch, könnte auch sein. Wir können noch was anderes probieren. Was Dünneres hier. Ja, irgendwas mal nehmen. Wie gesagt, da muss man noch so ein bisschen rumprobieren, bis man dann den richtigen Trick daraus hat, um das richtig festzukriegen. Natürlich sollte man auch nicht den Niederhalter reinschneiden. Vielleicht ist es in dem Fall jetzt auch so, dass wir das Teil einfach ohne den zweiten nehmen sollten. Dann muss man das alles auseinanderschrauben. Dann nimmt man halt nur einen Anschlagwinkel. Ich glaube, das ist auch das Entscheidende jetzt hier. Ich muss mal gucken, ob ich noch einen größeren habe. Wenn man zum Beispiel jetzt diesen hier absägen wollte, dann würde das wahrscheinlich so besser funktionieren. Dann könnte man nämlich zum Beispiel den hier so einstellen. Und er würde sich auch vernünftig runterdrücken. Muss natürlich immer aufpassen, wenn man zu nah an der Kante ist, dass man sich nicht in den Niederhalter sägt. Aber das ist genau der Punkt. Also für die hohen Teile, wie ich das jetzt hier liegen habe, könnt ihr auch sehen, funktioniert das einfach besser. Das heißt, das braucht ihr an der Stelle gar nicht. Deswegen hatte ich das ja auch aufgedoppelt, um dann wirklich zu sagen, ich kann auch mal größere Dinge schneiden. Jetzt könnt ihr schon an der Rückseite sehen, dass ihr hier eben die Schräge eingestellt habt. Und wenn ihr meinetwegen so ein Stuhlbein so sägen wolltet oder ein Tischbein oder was auch immer, dann könntet ihr das so tun. So, abschließend möchte ich jetzt mal das Ganze noch einsägen an der Kreissäge. Das zeige ich euch auch gleich. Ich habe das ja extra ein bisschen
länger gelassen an der Kante hier. Das heißt, ich habe die Schienen ja nicht so lang bis zum Ende geführt. Ich möchte halt noch ein bisschen einsägen. Der Parallelanschlag dient jetzt als Anschlag. Ich werde keine Führungsnut oder irgendwas nutzen an der Stelle. Braucht man ja auch nicht. Und das werde ich jetzt nochmal, wie gesagt, einsägen. Dann können wir mal einen Testschnitt machen mit einem dünneren Holz. Da werde ich auch einfach nur den simplen einen Anschlag nehmen und nicht den aufgedoppelten. So, ich sagte ja, ich werde das jetzt auch ganz kurz einsägen. Dafür habe ich das Brett jetzt hier so dicht rangelegt ans Sägeblatt und minimal rübergestellt, dass ich noch eine ganz scharfe Kante sozusagen absäge. Ein ganz kleines Stück werde ich jetzt noch absägen. Dann habe ich das wirklich schön parallel geführt und dann können wir auch mal einen Testschnitt machen mit einem Stück Holz. Jetzt bereitet ihr euch das so weit vor, dass das Brett nicht weiter runterrutscht. Wir müssen es nämlich erstmal hochkant jetzt hinstellen, um genau die Linie hier, die wir abschneiden möchten, um die letztendlich hier anzulegen. Das ist wichtig, deswegen werde ich jetzt erstmal die Anschläge hier soweit fixieren, sodass eben nichts mehr runterfallen kann. Und dann mache ich das einfach mit einer Zwinge fest und dann kann ich den Anschlag hinterher an das Brett führen. Ich habe das jetzt ausgerichtet, mache mir hier eine Zwinge fest. Das ist wirklich nur für den Moment, bis der Anschlag kommt. Hier seht ihr die Linie vielleicht noch gerade eben. So, ist einmal festgemacht. Ich mache das jetzt so. Dann löse ich das hier etwas. Den löse ich natürlich auch erstmal. Muss ich gleich mal gucken, wie das funktioniert. Wie man den genau verspannen kann. Jetzt kann ich mir das hier so anlegen. Kann das festziehen, sodass mein Holz dann wirklich sicher da liegt. So, und jetzt ist die Idee, den einfach so festzumachen hier. Das sollte eigentlich funktionieren, beziehungsweise wir können auch noch einen zweiten nehmen. Man muss eben darauf achten, dass er nicht in dem Bereich liegt, wo das Sägeblatt kommt. So, und sollte das jetzt zufällig auch noch so gewählt sein, dass man das hier arretieren kann, dass die Stifte passen. In dem Fall passt es natürlich nicht. Könnte man jetzt hier hinten die Stifte noch einsetzen, um dann wirklich den Anschlag auch beim zweiten Schnitt oder dritten Schnitt genauso wieder zu positionieren, falls er mal abgenommen worden wäre. Ja, der Plan war jetzt, dass wir hier an der Linie abschneiden. Hat auch tatsächlich funktioniert. Insofern, aus meiner Sicht, hat das ganz gut geklappt mit dem ganzen Teil. Ja, das soll es erstmal gewesen sein in diesem Video. Ich würde mich bedanken fürs Zusehen und würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr mich weiter abonniert. Kostet ja auch nichts, wisst ihr ja. Liken, kommentieren, auch immer gern gesehen. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut zusammen. Tschüssi.